Na, und jetzt wieder da. Und da ist auch schon Bodo. Ah, Rufus, da bist du ja. Bleiben Sie, wo Sie sind. Mein Optiker kann Karate. Aber Rufus, ich bin es doch, Bozo. Siehst du behämmert? Gut aus. Meinst du nicht, dass der Hut ein dickes Gesicht macht? Außerdem zwicken die Rüschen im Schritt. Das gehört so. Genau richtig für ein Date. Rieche ich da sogar Aftershave? Das ist Anti-Wolf-Spray. Gut, da denkt jemand mit. Es kann losgehen. Ich weiß nicht. Meinst du wirklich, dass das eine gute Idee ist? Ja, 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 ja. Na klar, das wird super. Das letzte Mal, als du das gesagt hast, bin ich auf ein Riff gelaufen. Aber der Ausblick war doch einmalig. Komm schon, Riesenbaby. Herrje, worauf habe ich mich da eingelassen? Verfluchte Göhren! Wie oft muss ich euch noch sagen, dass ich euren Opa nicht erschossen habe? Zumindest nicht! Was? Bozo? Bist du es wirklich? Nein. Los, komm rein! Ich will nicht schon wieder die Leiche eines Lärmschutzbeauftragten im Kanale entsorgen müssen. Komm schon! Und jetzt verrätst du mir, wo du die ganze Zeit gewesen bist. Ich war unterwegs und, was hast du mit der Machete vor? Oh. Jetzt beruhig dich doch. Ach, hat er überlebt. Ich denn gar nicht, mich zu sehen? Was war das? War das ein Laserschwert? Komm schon, Bambina. Du weißt doch genau, wie das läuft. Erst bist du wütend, aber sobald ich diesen einen Satz sage, was ist das? Nicht zu fassen. Bei dem Lärm versteht man ja sein eigenes Wort nicht. Ich denke, es ist besser, du gehst jetzt. Aber... Raus, sofort! Tja, ich hab dir doch gesagt, dass... Psst, ich hör da was. Ach nein, Waschlappen können ja gar nicht sprechen. Okay... Also das kommt aus einem Rohr raus und das dritte Rohr ist bei den Schrottgraben und wir haben das Haus in der Schrottgraben, wo der Typ dann sagt, das heißt ja, dass er das nicht mehr auf dem Tisch bringt, sondern den ganzen Schrottgraben kommt. Ja, dann würde ich mal sagen, wir leiten das Rohr um und dann kommen die Schrottgraben und fressen den goldenen Nero auf. Voll habe ich meine Augen mit dem Töten. Ja. Auf jeden Fall. Der ist aber schnell. Hey du! Was schleichst du hier rum? Meinst du etwa mich? Natürlich meine ich dich. Oder hast du noch einen unsichtbaren Kumpel dabei? Ha! Wenn ich einen Kumpel dabei hätte, wäre der bestimmt nicht halb so unsichtbar wie ich. Denn ich bewege mich unauffällig wie ein Ninja. Hey, ja! Von wegen.
Bei deinem Getrampel würde ich dich selbst dann noch bemerken, wenn du durch den goldenen Drachen der Unsichtbarkeit aus Gilligans Gadget Shop getarnt wärst. Ha, was ein echter Ninja ist, der braucht doch keine Gadgets. Ich kann mich jederzeit mittels meiner geheimen Stealth-Kräfte in Luft auflösen. Oh. Dann tu das bitte. Ich will dich hier nicht mehr sehen. Verstanden? Ja. Das hat eindeutig sehr viel Skill. Also. Na gut. Was wollten Dunkel. Ach so, da. Ja, können wir das ändern? Gut. Nichts. Die Jukebox ist auch ausgefallen. Alles, was sie von sich gibt, ist dieses. Und Zucker in den Generator. Hey! Jetzt. Das ist doch romantisch. Wie wär's, wenn du mal zur Abwechslung was anderes spielst? Hier. Das Paarungslied der Schrottkrabben. Magnifiker! Endlich eine Kanzone! Molto romantico! Und solange sind keine Schrottkrabben in die Nähe, ist es non pericoloso! Mille grazie! Und solange keine Schrottkrabben in die Nähe, das ist nicht gefährlich. Ich will das Display noch durchbringen, bevor Goodbye Deponia rauskommt. Oh
Oje, Rufus. Glaubst du etwa immer noch, dass das eine gute Idee ist? Was machen wir hier noch gleich? Das frage ich mich langsam auch. Die Idee war wohl, dass ich versuche, mich mit meiner Bambina zu versöhnen. Das kann ja nur in die Hose gehen bei deinen Seeräubermanieren. Eigentlich weiß ich genau, was ich ihr sagen muss. Ich mache mir mehr Sorgen um ihre Manieren. Das letzte Mal hat sie mit einer Axt nach mir geworfen. Verstehe. Daher auch das Holzbein. Was für ein Holzbein denn? Haha, so kenne ich meinen Piraten. Welches Holzbein? Welche Haken hat? Mit der Augenklappe kannst du sie eh nicht sehen, nicht wahr? Versuchst du mir etwa, wenn auch auf ziemlich bizarre Weise, Mut zu machen? Ach, ich weiß nicht so recht. Du willst doch nicht etwa schon aufgeben, oder? Um genau zu sein. Komm schon, einmal noch. Verfluchte der Hausierer! Wann lernt ihr es endlich? Wer seine Beine vollzählig mag, sollte niemals... Du schon wieder? Los, komm rein! Komm schon! Du hast Nerven, hier nochmal aufzutauchen! Ich bin wie ein Bumerang. Moment, das war kein Vorschlag. Was ist denn der Bumerang? Komm schon, Bambina. Können wir das nicht überspringen? Ich muss nur meinen Satz sagen und schon. Nicht schon wieder. Wie soll man sich bei dem Gejaule denn konzentrieren? Also, ich finde es romantisch. Raus, sofort! Och, ich hab's auch nicht gewechselt. Oh Mann, ich bin... Oh. Ich bin so blöd, ehrlich. Das ist doch... Nein, ich muss nicht vor Docs Werkstatt. Da. Alter. Wie umständlich. Nein. So stimmt's. Und jetzt? Was? Nein! Falsch gelaufen. Blöde Map. Jetzt Poso. Oh je, Rufus. Glaubst du etwa... Ja, ich glaube, dass das eine gute Idee ist. Zum Schrottkrabbeln im Tempograf, dahin ist mein Schlaf. Katapa, 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 katapa. Ja! Ja. Oh, nicht schon wieder. Wie soll man sich bei dem Gejaule denn konzentrieren? Also, ich finde es romantisch. Raus, sofort!
versteckt in dem Gitter. Können wir das? Gitter. Na, ihr kleinen Wusels, Hunger auf Schrott? Ah, das war's. Die Fütterungszeit ist beendet. Nein, können wir nicht. Moment hier. Was? Ha! Ich hab sie. Warte. Das zweite geht. Das grüne geht doch zu Doc. Dings da, Erwig. Ah, Erwig. Falsch. Ach, wäre eigentlich egal gewesen. Ja, ich werde gleich wieder aus meinen Augen aufnehmen, dass wir dann auch gleich rauskommen danach. Und, warte kurz, wie ich das drin bin. So. Und das wird auch wieder mit Ton sein, weil ich hatte jetzt meine Augen schon etwas länger aufgenommen. Ja. Nein, er muss zum Gondoliero und dem das der Erbe. Nee, ich muss den Ziel erst öffnen. Oh, ich muss. Oh, ich bin. Das. Alles nur, um so einen blöden Satz zu hören. Ihr seid wieder frei. Lauft! Ihr seid frei! Aber nicht verlaufen. Ja. Gut. Jetzt auf zum Gondoliero. Hörst du Geräusche, wenn ich mich nicht täusche? Ancora? Stupid razzo idiota! Ja. Auf nach Klein Venedig. So. Je, Rufus. Ja. Du Lob. Sehe ich wieder den Urteil? Oh, ich muss. Fluch der Papier, wenn ich ja. Du Stoß, Kamerad. Ich muss dann die Papier aufnehmen. Und rendern und auf die Tüte, wo dann alles ich bin. Heute. Oh, das sind Schrotgraben. Entschuldigung, das ist leise. Ach, geht's jetzt weiter? Ah ja. Wenn ich mich nicht täusche, zum Schrottgraben. Ich mich nicht mehr. Weg, ich will hier weg, ich dreh vor Zeit.
glaube, unsere Hochzeit morgen fällt. Oh, nicht schon wieder. Was für ein Anblick. Los, Boso, sag es. Oha, jetzt wird's interessant. Hey, Puppe, kommst du öfter hier? Oh, Boso. Klar. Wow, 6 Worte und doch das Tor zu einer neuen Welt. Okay, und tschüssi.